Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video in der Testzone. Heute spiele ich mit euch das Spiel Schwooms. Schwooms, ein Survive-Game. Ihr seht schon, hier im Dunkeln gerade stehend, meinen weiblichen Charakter, meinen weiblichen Held. Ziemlich überproportionierter Popo, aber ansonsten eigentlich sehr hübsches Mädel. Sie wird aber nicht mehr hübsch bleiben, das sage ich euch jetzt schon mal. Nein, gut, Schwooms ist ein Survive-Titel, der auf Steam in circa anderthalb Wochen released wird. Ich darf dank den Entwicklern einen Blick mit euch schon mal drauf werfen und bin ganz gespannt auf eure Meinung. Gut, Schwooms, wie gesagt, Survive, der ganze Titel heißt Schwooms, Explore, Adapt, Survive, also entdecken, anpassen und überleben. Das kriegen wir hin und bietet mal so ein paar Kleinigkeiten, die ein bisschen anders sind in anderen als andere Survive-Games, und bin mal ganz gespannt, wie gesagt, was ihr davon haltet. Dementsprechend ab mit euren Kommentaren in den Kommentaren. Gut, was das Spiel kann, zeige ich euch jetzt erstmal auf der Homepage innerhalb von ein paar Sekunden, denn es ist schon ein bisschen aufwendiger, denn die Frau, oder das junge hübsche Mädel, kann Pflanzen essen und verwandelt sich und kriegt Fähigkeiten. Das ist eine ganz coole Sache, wenn es mal online wird. So, auf geht's auf die Map und dann auf die Homepage. Ja, erstmal gehen wir auf die Map. Wir kreieren eine neue, eine wir werden ja noch keine finden, da es dann noch nicht veröffentlicht ist, und eine Direct Connect brauchen wir auch noch nicht. Also gehen wir einfach mal auf Room Server, Create. So, da ist unsere junge, hübsche Frau und bin ganz gespannt, was wir hier erleben werden. Denn ich habe es natürlich schon mal ausprobiert gerade und habe ein bisschen Probleme gehabt mit dem Crafting. Funktioniert alles noch nicht ganz so gut, aber wie gesagt, das Spiel ist ja noch nicht veröffentlicht. Die patchen wahrscheinlich noch wie verrückt zum Veröffentlichung, zum Release-Termin. Und wir dürfen halt schon mal einen kleinen Blick vorab werfen und ist ganz cool. Oben links seht ihr eine Lebensenergieanzeige, eine Hungeranzeige, eine Temperaturanzeige, ob uns warm oder kalt ist. Beides darf nicht zu wenig oder zu hoch werden. Da das Auge bedeutet, unsere Charakteranpassung, ihr seht das schon, die Pflanzen, darauf gehe ich jetzt gleich ein, auf der Homepage mal ganz kurz. Und wenn wir rennen, auch eine Ausdaueranzeige, unter Wasser eine Luftanzeige, die brauche ich jetzt aber nicht zeigen. Gut, wir gehen mal ganz kurz auf der Homepage, da fliegen wir einmal ganz fix drüber, dann seht ihr mal, was die hier kann mit den Pflanzen. Wollte ich nur einmal mit euch überfliegen, ich werde hier nicht jeden Punkt mit euch durchquatschen. Wir können jetzt hier runtergehen und da sehen wir auch schon mal hier Craft, Items und Mutation, das ist immer das Interessanteste. Und hier seht ihr schon die Klassen, die wir uns hier mutieren können. Sehr interessant. Also Crafting, was es alles zu Möglichkeiten gibt, ist eine Axt, eine Pickaxe, ein Messer, eine Sense, ein Bogen und ein Campfire. Das ist im Augenblick in der Version alles drin. Das kriegen wir auch gecraftet. Ist ein bisschen schwer. Ich hatte ein bisschen Probleme mit dem Crafting, aber denke ich mal, dass das zum Release nicht mehr sein wird. Dann sehen wir mal hier die Mutation. Also es gibt ja die Pflanzen. Wir haben ja gerade eine gesehen schon. Wir waren ja kurz auf der Map. Und wenn wir die Pflanzen essen, dann verwandelt sich die junge hübsche Frau in so eine verrückte Berserkerin hier und hat dementsprechend auch neue Attribute, 50% Damage back to the Attacker und sowas, alles mögliche. Dann gibt es einen Tank, es gibt einen Swimmer, da sind wir unter Wasser natürlich ziemlich fix und haben auch mehr Möglichkeiten, wieder unter Wasser, einen Ambusher, einen Creeper und einen Ranger. Das ist natürlich schon ziemlich cool, hier seht ihr auch Double Tap, Any Direction Keys und sowas. Also wir kriegen hier echt krasse Möglichkeiten. Das muss man natürlich alles erst lernen. Das ist natürlich eine schwierige Geschichte, das alles wirklich in den Spiel umzusetzen und und zu packen. Wir gehen jetzt wieder ins Spiel. Das reicht auch hier. Bis gleich auf dem Server. Und da sind wir auf der Map von Schwooms und da seht ihr unsere Heldin wieder. Wir sind woanders gespawnt, da ich das Spiel außersehen ausgemacht habe. Und da sind wir wieder neu gespawnt. Macht aber nichts, wir hatten ja noch nichts gemacht. Da steht sie halt mit ihren breiten Becken und ihre schmalen Taille, sieht aber irgendwie hübsch aus, ein bisschen Anime, ne? Muss ich sagen. Gut, wir wollen uns verwandeln, wir wollen craften, wir wollen Sachen tun und dafür müssen wir natürlich ein bisschen was machen. Ich kann mit WASD die ganze Dame hier steuern, mit Leertaste springen, mit der linken Maustaste auch schlagen, also das ist alles schon da und das klappt auch ganz gut. Ihr seht auch schon die ersten Pflanzen, die begrüßen uns auch hier. Erklärt wird leider noch nichts, wofür die sind, dafür gibt es ja die Homepage. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wofür die noch gut war. Mit E können wir uns einfach ein Stück Pilz nehmen und mit der linken Maustaste auch essen. So, wir kriegen dadurch auch Hunger weg. Ihr seht da oben links unsere Anzeigen. 20 haben wir wieder Hunger bekommen. Müssen aber jetzt ein bisschen mehr essen, damit wir uns unsere erste Verwandlung erkennen. Denn sie verwandelt sich nicht mit einem Schlag. Sie verwandelt sich langsam. So. Ihr seht jetzt, das Auge wird immer grüner. Das in den Sprachchat unten, da steht jetzt Creeper Legs. Also es verwandeln sich die Beine. Die sind auch schon ein bisschen grauer geworden, glaube ich, ja. Der Popo hat auch schon ein bisschen Schimmel angesetzt. Warum auch immer. Nein, Quatsch. Wir wissen warum. Sie wird sich optisch gleich ein bisschen verändern. Creeper Legs sind natürlich was ganz Wunderschönes bei einer Frau. Wow! Jetzt bin ich erstmal
auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Verdammt, runtergefallen. Und sammle erstmal schon mal ein bisschen Kram. Ne? Keine Frage, wir brauchen hier Steine, wir brauchen alles. Die stehen hier Gott sei Dank so rum. Hier ist nochmal eine andere Pflanze. Ich weiß noch nicht, wofür die ist. Wir wollten aber eigentlich Creeper-Lexus erstmal machen, damit wir mal sehen, was passiert, wenn sie sich verwandelt. Hup. Bergsteigen kann sie verdammt gut. Wow. Mit irgendwas ist sie nicht einverstanden. Gut, wir haben jetzt was ja eingesammelt. Jetzt haben wir den Stein, aber den nimmt sie auch als Waffe. Wenn wir damit prügeln, wollen den aber jetzt nicht haben. Auf B haben wir ein Inventar. Den Stein können wir zurücklegen und dafür den Pilz equippen. Und naschen den jetzt direkt erstmal. Da, unsere Beine verwandeln sich immer mehr. Jetzt hat sie schon einen ganz grünen Teint in den Beinen. Und hier ist auch noch eine. Ich weiß nicht, wofür die gut ist. Ich esse die mal. Ihr seht, wir haben jetzt dreimal Creeper-Legs gegessen. Sie ist aber noch nicht vollständig verwandelt. Ihr Schlüpfer hat sich nur weggezaubert. Und das ist Creeper-Torso. Boah, wir verwandeln uns dann komplett in den Creeper, wenn wir die Sachen alle essen. Und irgendwas wird kalt. Sie friert schnell als Creeper scheinbar. Ist ja alles wieder so eine Eigenschaft. Das ist natürlich nicht gut. Dann brauchen wir erstmal ein Feuerchen. Ich mache schnell ein Feuer. Dafür craften wir mit C. Das ist ganz einfach. Ein bisschen doofes Crafting-Menü, muss ich einfach nur sagen. Wenn wir jetzt hier draufklicken. Ein Stein, ein Stock ist natürlich einfach, aber dann kommen wir in so ein Minispiel. Ups, total versemmelt. So. Das war aber jetzt ganz easy, das haben wir gecraftet und da wärmte sich auch dran wieder auf. Creepers scheinen dolle zu frieren. Na, ihr seht den grünen Balken da oben jetzt. Jetzt ist er grün, weil wir ein Creeper sind oder ein halber Creeper. Und tun uns wieder aufwärmen. Ja, wir werden aber was anderes essen. Creeper ist ja ganz cool. Ich werde nochmal so einen Pilz suchen. Kann sie weiter springen oder so? Oh, guter Sprung. Da hinten ist noch ein Pilz. Aber wir sind hier in einer echt komischen Welt gelandet. Gefällt mir nicht ganz so gut. Na, die Maus ist auch noch ziemlich fix. Na, wir springen mal runter, was soll's. Essen mal einfach mal. Oh, na, Fallschaden gibt's, aber da muss man schon ganz schön tief fallen. Essen mal das Ding hier. Haben wir auch gleich mehr gesammelt. Creeper, Minehands. Auch mal, wir verwandeln uns komplett in einen Creeper. Wir sind scheinbar in so einem Creeper-Biom. Das Coole ist halt, wenn es online ist, also wenn es mehrere Spieler werden. Das seht ihr auch, Stacheln kommen aus meinen Armen raus. Aber so ein Creeper friert ganz schön, ne? So, und nein, die Sonne geht schon unter. So, hat sie sich jetzt schon ein bisschen verwandelt. Nimm mal hier die ganzen Dinger mit. Wir essen einfach mal ganz viele davon. Yum, 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 yum. Und suchen noch ein paar Pilzscannen für die Beine. Da müssen ja eigentlich auch Stacheln rauskommen. Na, hier sind wir eher so wieder im Wasser. Hier sind auch so welche Pflanzen. Die können wir auch essen, wenn wir mal gucken. Swimmerhands. Da geht auch wieder dieses Creeper ein bisschen weg. Und das könnten wir uns umswitchen auf Unterwasserlebewesen. Machen wir einfach mal die Arme. Ja, kann er mehr sammeln. Da sind die Arme wieder normal und langsam verwandeln sich dann auch in Schwimmerarme. Das dauert immer, man muss so ein paar mehr essen. Aber es wächst ja auch genug. So. Na, langsam müsste sie aber Schwimmerarme bekommen. Ich habe den Eindruck, die Hände sind größer geworden, ne? Aber die hat an sich so große Hände. Ja, weil der Creeper so schnell friert. Ich will nicht sofort sterben am Start. So, jetzt kriegt sie Schwimmerhände. Jetzt haben wir echt die Dosis ausreichend gemampft. Jetzt sind wir unter Wasser auch schneller. Und, ja, können hier überall weiterhin Pflanzen sammeln. Was haben wir hier? Swimmerlegs. Oh ne, Swimmerlegs sind ganz schlimm, weil damit verwandelt sie sich dann in mit ihre Flossen halt und ist super langsam am Laufen. Machen Sie, da muss er eigentlich schon wieder fast in den Mensch verwandelt, ne? Sehr schön. Es wird Nacht, dann seht ihr die Nacht auch mal, die ist sehr, sehr dunkel hier. Wir flitzen einfach mal hier lang und suchen uns mal andere Pflanzen und vielleicht auch ein Tier. Ich brauche einen Knochen, damit wir uns ein Messer craften können. Und was Schickes für die Birne. Und das Auge da oben hat jetzt einen grünen, also einen Creeper-Balken und einen Fischmensch-Balken, ne? Einen Swimmer-Balken, also einen blauen und einen grünen. Was ja ganz cool ist. Am besten haben mir bis jetzt in meinen Versuchen gefallen die Berserkerbeine, weil dann sind wir richtig schnell auf Land. So, wir nehmen uns noch so einen Stachel mit. Ich weiß, dass wir einen Stachel bekommen, den können wir nicht essen. Noch nicht jedenfalls.
Deequip ich direkt, damit wir den nicht in der Hand haben. Ist nämlich keine Waffe. Weiß noch nicht, das funktioniert noch nicht so gut. Hat natürlich noch ein oder zwei Makel, das Spiel. Und Temperatur ist auch nicht so dolle bei uns gerade, ne? Also wir müssen uns eigentlich mal aufwärmen. Das sind, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, wir waren ja gerade auf der Homepage, die Berserkerbeine, die sind natürlich super. Ne, sieht nicht so hübsch aus bei ihr. Ne, das ist was im Kopf, oder? Berserker Torso. Okay. Ja, man, es war aber Berserker. Also ich war schon mal so schlau, dass ich mir das merken konnte. Immerhin. So. Flitzen wir weiter und die Nacht ist etwas länger hier. Die Map ist, geht einmal um den Berg rum. Man hat schnell das Gefühl, man wiederholt sich hier. Oh, hier haben wir diese Erdbeere. Das waren bei Serka Lex. Ihr seht, wir verwandeln uns wieder zurück. Wir können uns auch wieder zum Menschen machen, wenn wir halt die Dosis dementsprechend dann anpassen. Aber wir wollen natürlich bei Serka Beine haben. Oh, das dauert alles mal ein bisschen. Aber ist ganz cool. Also ich freue mich auf Online auf jeden Fall, wenn man hier mit verschiedenen Spielern fightet. Denn wie gesagt, man kann ja auch Waffen craften, wie zum Beispiel einen Bogen mit Pfeile. Man kann ein Messer und eine Axt und alles mögliche craften. Oh, es ist finster hier. Ich will aber mit dem hellen Essen. So, passiert jetzt langsam was? Sie brauchen immer mehr hier, aber wir verhungern auf jeden Fall nicht. Jetzt sehen wir oben auch schon... In unseren Augending da sehen wir auf jeden Fall grün, blau und rot. Also wir mischen auch die die Klassen, die wir hier basteln können. In jedem Biom gibt es seine eigene. Hier ist sowas Leuchtendes. Boah, ist hell. Das ist aber jetzt wieder was zum Schwimmen, glaube ich. Ich glaube Kopf. Ja, Swimmer Head. Da müssen wir wieder auch eine Dose nehmen. Dann wird es optisch sich dann auch wieder anpassen und sieht dann furchtbar hässlich aus. Wir gehen einmal um den Berg rum, mal schauen. Wir müssen aufpassen, hier gibt es so eine Art Hunde, die haben mal so leuchtende Augen, die erkennt man eigentlich ganz gut, aber ich habe noch nie einen besiegt bekommen, weil ich noch nie ein Messer gecraftet habe. Wir lassen das mal mit den Schwimmer, weil ich möchte jetzt nicht allzu langsam werden. Da ist ein Hund, da läuft einer. Der macht auch 20 Schaden für einen Treffer. Oh, ich habe was gegessen, was habe ich gegessen? Swimmer Heat. Oh nein, wir haben einen Kopf. Und da haben wir einen Bug. Das ist ein kleiner Bug. Der wird wahrscheinlich nicht mehr existieren, wenn das Spiel veröffentlicht wird. So, ich musste neu starten, wegen diesem Bildschirmfehler. Macht aber nichts. Wir haben ja schon mal gesehen, was wir machen können. Jetzt geben wir uns mal Mühe. Wir craften jetzt tatsächlich mal ein bisschen was, was man so basteln kann. Ein Feuer habe ich ja gerade schon gecraftet. Jetzt will ich mal eine Waffe craften. Dafür brauchen wir einen Branch. Da kann ich einmal so am Baum gehen oder an alle Bäume. Und sammeln mal ein paar Äste. Die liegen natürlich auch hier einfach rum. Dann brauchen wir eigentlich so einen Stachel. Wir müssen aufpassen, Inventar kann nämlich auch voll werden. Dann brauchen wir so einen Stachel. Den hatten wir gerade auch schon mal gefunden. Den habe ich natürlich jetzt verloren, da wir neu gestartet haben. Und einen Knochen. Einen Knochen kriegen wir von solchen Tieren, die wir töten können. Wie zum Beispiel die Hunde, denke ich mal. Oh nein, das passt nicht. Boah, das ist aber hoch. 11 Schaden. Macht nichts. Steine sind natürlich immer eine tolle Sache. Nehme ich direkt mit. Damit können wir auch schon die ersten Gegenstände craften, wie zum Beispiel eine Pickaxe oder eine Axt, um Holz zu schlagen. Ich hatte leider das Problem, das ist auch ziemlich witzig, wenn wir Crafting drücken. Das macht's jetzt. Nanu, seltsam. Gut, ich hatte das Problem, dass wenn ich was gecraftet habe, war das einfach nicht in meinem Menü drin. Ich de-equippe mal ganz kurz und hoffe, dass das jetzt klappt, einen scharfen Stein zu craften. Das habe ich nämlich vorhin nicht hinbekommen. Den brauchen wir nämlich für die Axt da. Wir haben zwei Steine, craften. Und müssen wir dieses furchtbare Spiel hier machen. Ja, schafft. Nein. You have crafted one sharp net stone. So, ich hoffe, den haben wir jetzt. Nein, er ist einfach nicht da. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist wahrscheinlich noch, weil es Early Access ist. Und noch nicht wirklich fertig ist das Spiel. So, die kann verdammt gut steigen, keine Sorge. Da kommen wir hoch. Und aber nicht. Muss jetzt irgendwie mal wieder hier rauskommen. Wow. Also fliegen kann sie gut. Um dann die Axt zu craften, brauchen wir, wie gesagt, den halt den scharfen Stein. Boah, das hat nicht geklappt.
Aber das kriegt sie nicht gebacken. Irgendwie ist das noch ein Fehler. Macht aber nichts, will ich nicht meckern. Es ist Early Access und es ist sogar noch vor Release. Also das wird wahrscheinlich alles noch gefixt. Keine Sorge. Ich nehme mal einen Stein. Das Problem hatte ich nämlich auch bei dem Messer. Wenn ich jetzt aus dem Stein in der Hand was mache, ich versuche das einfach nochmal. Vielleicht finden wir ja eine kleine Fehlerbehebung. Müssen wir aufpassen. Ich habe schon mehr Lebensenergie verloren. Durch die ganze Stützerei. Da hinten habe ich auch schon... Ah, Vieh. Knochen. Das zählt nicht als Waffe. Ihr seht, ich mache einfach keinen Schaden. Dementsprechend muss ich den de-equippen. Und mit der bloßen Hand prügeln. Ich denke mal, Messer wird besser gehen. Ich muss ein bisschen laut klicken. Ich muss mir immer noch eine neue Maus holen. Ja, getroffen. Das hält nicht viel aus. Es tut mir leid. Wie heißt denn so ein Tier nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Außerdem fehlt so ein bisschen Musik und sowas. Es kommt aber alles noch dazu. Was? Es hält nicht viel aus, habe ich doch gerade gesagt. Ah, tot. Her mit deinen Knochen. Und dann fehlt nur noch der Stachel. Ne, den Knochen brauchen wir hierfür. Für die Sickle und für das Messer. Dann haben wir unten ja noch den Bogen. Den habe ich schon mal gecraftet, aber ich habe auch wiederum keine Pfeile bekommen nach dem Craften. Also das ist natürlich so eine Sache. Man kann Glück haben, aber nicht hier in dem Spiel. Und wenn ich jetzt eine Aufnahme mache, habe ich natürlich nie Glück. Ne? Da crafte ich immer alles, das kommt dann auch nicht. So, jetzt Steinchen. Steinchen. So, wir wollen uns natürlich noch einmal so ein bisschen verwandeln. Da wollen wir nicht so geizig sein heute. Wir wollen einfach mal was mampfen gleich. Da muss ich jetzt erstmal was gucken. Und zwar wollen wir ja ein Messer machen. Ne? Wir wollen ja ein Messer craften. Das habe ich gerade hinbekommen. Also Messer hat er gecraftet. Wir brauchen dafür diese Stachelpflanze. Die war eher in der Wüste. Mal gucken, wo wir die finden. Wir rennen einmal um den großen Berg rum. Das ist ja so das Zentrum der Map. Hier haben wir die Berserkerbeine. Ne? War das doch? Waren auch die Beine. Ne? Wir fliegen mal, weil die lassen uns wesentlich schneller bewegen. Berserker Lex, genau. Ist jetzt gerade noch sehr neutral. Ihr seht, der Balken wird rot im Auge. Und zwar immer mehr. Da verwandeln sich schon die Beine. Wird sie gleich so Stacheln rauskriegen. Und die, dann, wir sind jetzt schon ein bisschen schneller. So. Nicht mehr so hübsch, die Frau. Na, und dann wird das auf jeden Fall ein Spaß, glaube ich, auf jeden Fall. So, dann müssen wir wieder aufpassen, da sind Köter drin, also diese leuchtenden Augenhunde. In dem Biom. Aber die machen wir ja im Augenblick nichts. Hier haben wir natürlich auch wieder verschiedene Pflanzen, die wir verzehren können. Ja, ich laufe einfach mal so ein bisschen im Kreis. Lass mal ein bisschen langsamer die Ausdauer aufbessern. Oh, irgendwas gefällt ihr nicht. Ja, ihr wird kalt. Hat sie so gestöhnt, das arme Mädel. Da ist ein Haufen Steine da hinten. Na, hier haben wir auch so eine seltsame Pflanzen, die mir den Swimmerhead geben. Genau, das war der Swimmerhead. Passiert jetzt nicht. Oh, uns wird aber kalt. Oh, da kommt ein Hund. Ich habe noch nie einen besiegt. Lalalala, der kriegt mich ja gar nicht. Ich hole mir nur einen Ast. Oh, hat er aufgehört, mich zu jagen? Nee, hat er nicht. Ah, ich will mir doch ein Feuer machen. Hund, lass mich in Ruhe. Ich muss mich aufwärmen, sonst sterbe ich. Schon wieder. Alter, der jagt uns Gott sei Dank nicht auf Ewigkeiten. Na, doch, tut er. Hund, ich muss mir ein Feuer machen, ich erfriere. Der kann bestimmt nicht schwimmen. Der ist weg. Schnell ein Feuer craften. Das klappt ja ganz gut. Oh. Zwei Stück schon versemmelt. Ach, macht nichts, trotzdem geschafft. Und ganz schnell aufwärmen. Es wird halt so schlecht, das Bild, dass man gar nichts mehr sieht. Und das sieht echt extrem hübsch aus, muss ich gerade sagen. Ne, nicht das Mädel. So, und da wärmen wir uns dann auch wieder auf. So, jetzt gucken wir nochmal in Crafting. Wie gesagt, es fehlt noch der Stachel für Messer. Und mit dem Messer möchte ich gerne mal so einen Hund angreifen. Einen Bogen habe ich zwar schon mal versucht, aber ich kann ja auch nochmal versuchen, so einen Bogen zu machen. So einen Pfeil jedenfalls. Oh, sieht ganz gut aus. Aber die sind einfach nicht im Menü. Das ist das Problem. Ich habe es zwar gelesen schon,
wie das equipped wird. Den packen wir mal weg. Und einen Bogen craften wir mal. Ich habe zwar keine Pfeile gesehen. Ist ja erstmal sehr leicht zu craften. Oh. Oh. You have crafted one bow. Okay. Den haben wir auch. Nicht. Also ich hatte den schon mal in der Hand. Keine Ahnung, warum der jetzt weg ist. Vielleicht muss ich hier irgendeinen Knopf finden. Ist ja alles noch nicht so wirklich fertig. Und bücken können wir uns auch. Sehr schön. Sehr hübsche Frau. Und ja, am Feuer müssen wir uns leider immer aufwärmen. Da haben wir immer wenig Zeit, ne, im Spiel. So, da ist die Wüste. Ich denke mal, dann werden wir auch kein Messer hinbekommen. Ist das? Das Swim Torso. Das sieht bestimmt sehr hübsch aus. Ah, unsere Berserkerbeine lassen uns richtig schnell laufen. Stachel, ich komme. In der Wüste finden wir diese stacheligen Pflanzen. Das passt aber auch zur Wüste. Da ist einer. Wir könnten noch mehr... Also wir könnten noch mehr Berserkerbeine essen. Dann haben wir noch mehr Stacheln in den Beinen. Und werden noch schneller. So. Und den craften wir zum Messer. Das ich wahrscheinlich nicht bekommen werde. Oh Gott. Ja, wenn man alles versemmelt, ist man auch selber schuld. Ich denke mal, es wird immer angezeigt, dass wir eins craften, aber wenn man es nicht wirklich gecraftet hat, dann kriegt man es auch nicht. Ja, das Ganze müssen wir nochmal versuchen. Ich denke mal, noch der Fehler ist eventuell, dass ich das gar nicht crafte, aber es wird mir trotzdem gesagt, dass ich es crafte. Und ich stelle mich einfach nur zu doof an. So. Crafting. Messer. Haben ja 5 Knochen, Gott sei Dank. Ich denke nicht, dass das jetzt deswegen nicht kommt. Ist schwierig. Wir kriegen keine Messer. Das ist aber schwierig. Also wir sind sehr, sehr, sehr schwierig. Vor allem der unterste in den Crafting-Fenster da auf grün zu kriegen. Da unten ist noch so eine Pflanze hier, sehe ich gerade. Die unsere Berserkerbeine nochmal verschlimmert oder verstärkert. Verstärkert. Ist das ein richtiges Wort? Gut, noch ein Versuch. Angst. Ah. Ah. Komm, ich mach mal alle rot. Oh. You failed to craft one knife. Okay. Aber wir haben das... Die Metz noch. Kann man auch halten und dann loslassen? You have crafted one knife. Also ich krieg's nicht, ihr seht jetzt, noch nicht jedenfalls, es wird aber irgendwann auf jeden Fall da sein. Ich hab's zum Beispiel vorhin schon mal geschafft, ich werde gleich nochmal neu starten. Dann mache ich direkt mein Messer, damit ihr das mal seht, das geht nämlich. Also es ist halt typisch, wenn ich eine Aufnahme mache. Oh, wir haben schon blaues Gesicht. So, unsere Beine, da kommen die Stacheln raus. Jetzt haben wir Berserkerbeine und sind richtig schnell. Und viel mehr Ausdauer. Hui! Ich will noch mehr Berserkerbeine. Ist ganz cool. Also ich finde das eine richtig gute Idee. Ist ja echt mal was anderes. Berserker-Torso. Den will ich auch mal gerne sehen. Das ist leider alle. Aber es ist wieder Nacht. Verflucht. Wir kriegen auch Lebensenergie dazu. Von alleine. Als Berserker. Hey. Oh, man kommt sich schon sehr fix vor. Ja, auf anderen Planeten rumrennen und Pilze essen. Das ist eine gute Idee. Das ist erstmal sehr ruhig, ne? Also ohne Musik. Das ist ein Baum.
Ja, da haben wir vielleicht noch den letzten Teil für den Berserker-Torso. Ja. Da muss natürlich noch mehr rein in der Dame. Ja, lecker. Das ist dasselbe. Da haut sie sich die Pilze mal so rein, ne? Wir sind auf jeden Fall Berserker hier. Ich glaube, Beine sind maximal schon verwandelt. Da geht die Sonne wieder auf. Sieht ziemlich schick aus in dem Spiel, muss ich einfach mal sagen. Aber im Dunkeln, im Schatten, wo in der Nacht noch Schatten ist, sieht man noch weniger. Also sehr schwer. Boah, Berserker ist ja voll krass, ey. Der kriegt ja Lebensenergie von alleine. So, den haben wir gerade gepflückt. Können wir den neu pflücken? Nee. Da brauchen wir die Sense für. Die können wir ja auch nicht craften. Muss ich nochmal gucken, was brauchen wir für die Sense. Den hatten wir gerade schon gemampft, ne, ja. Ich denke mal, dass wir die Sense dann die Pilze nochmal abhacken können. Und komplett mampfen. Was brauchen wir für die Sense? Die wir dann auch nicht kriegen. Wahrscheinlich wieder ein Stachel. Da ist er. Snack ich mal weg. So. Ah. Ja. Und dann gucken wir mal nochmal nach der Sense. Vielleicht kriegen wir ja die. Oh nein, stimmt. Ich vergesse mal das Minispiel. Gehalten ist einfacher. Und bekommen sie nicht. Schade. Ich werde es gleich nochmal starten, das Spiel, und erstmal den Kram craften und euch zeigen. Aber erst möchte ich mir nochmal maximal berserkieren. Das wäre nochmal ganz cool. Brauche ich nochmal einen Pilzscan. Hier, diese Dinger wachsen ja überall, ne? Für die Beine. Da ist ein dicker Pilz. Weiß nicht, wie der Torso sich da noch anpasst. Ist so dunkel hier. Plus 20. Ja. Boah, das sieht ja echt cool aus. Jetzt weiß ich nicht, was Berserker Arme sind. Und Berserker Kopf. Dann haben wir dann eine ganze Klasse voll. Und sind natürlich viel stärker. Berserker ist ja immer so eine Klasse, ne? Die ist ja schon ziemlich hart. Gut. Ich glaube aber, wir haben hier erstmal genug geguckt. Ich werde nochmal einen Neustart machen. Werde erstmal ein bisschen eine Runde craften. Mal gucken, ob ich das Messer da zusammenkriege. Wenn ich das nicht neu gestartet habe. Oder sollen wir noch den Sonnenaufgang warten? Also wenn ich das neu starte, können wir nochmal craften. Da hinten sehen wir sogar unser Lagerfeuer. Cool. Also ziemlich weite Sicht hier. Hui. Also die Lichter sind echt schön in dem Spiel. Aber die Nacht ist so verdammt lang und dunkel. Das ist alles Schwimm-Skill hier. Boah, ist das finster. Ich sehe gar nichts. Du hast ja wahrscheinlich sogar noch die Möglichkeit, in irgendeinen Skill. Das war ein Baum. Irgendeinen Skill, besser Nacht zu sehen. Hui. Na, das ist die Schwimmanzeige. Er will aber nicht. Ja, Berserker schwimmt sehr langsam. Ja, wenn wir dann mehr Fischmensch werden, dann können wir auch besser schwimmen. Macht ja auch Sinn als Schwimmmensch, ne? Und da wird's hell. Die Sonne kommt raus. Hallo. Macht jemand noch 5 Schaden? Ja. Können wir brauchen noch ein paar Knochen. Papi braucht noch ein paar Knochen. Bisch. Gut, ja, ansonsten gibt's noch nicht allzu viel zu zeigen. Bis auf die Waffen, die ich gleich noch mal craften werde. Mit ein bisschen Glück kommen wir auch noch eins davon reinkloppen. Das hat sie so eine Art Tanga an hier oder was? Boah, wir sind extrem cool verwandelt. Und da geht die Sonne auf. Das sieht echt schön aus, muss ich sagen. Glaube, wir sind aber sehr hitzeempfindlich als Berserker. Das sieht echt hübsch aus. So, es wird wieder schönster Tag. Oh. Wo ist denn die Sonne? Müsste doch da aufgehen, oder? Da war doch gerade der Sonnenstrahl. Guck mal, hier sind nochmal diese.
Main Hands, ja, das sind die Hände. Die haben noch gefehlt. Da, das wollte ich auch finden. Ich wusste nur nicht mehr, welche Pflanze das war. Da oben ist noch ein, ist ein Stein. Da fehlt dann halt nur noch der Kopf, aber... Sieht ein bisschen witzig aus. Oh komm, nur ein so ein Pilz, da. Aber sind ja nicht langsam. Ja. Yeah. Der Berserker-Mensch. Bis auf den Kopf. Ja, da muss man das alles anpassen und dann kann man hier PvP-mäßig bestimmt ein bisschen Spaß haben. Glaube ich sogar. Weil man ja hier sich dementsprechend ja auch mit extra Moves, die ich ja noch nicht rausgefunden habe, verwandeln kann oder extra Sachen anstellen kann. Boah. Boah, wie die aussieht jetzt. Oh, die macht nicht mehr Damage. Die trifft besser. Ich finde niemals raus, was der Berserker-Kopf war. Kann man mit einem... Das ist ja auch barbarisch. Mit einem eigenen Knochen jemanden zu verhauen. Hui. Ja, ich glaube, wir brauchen die Sense, um spezielle Dinge dann daraus zu filtern. B. Creeper Legs. Okay, da würden sich die Beine... Jetzt verwandeln sich die Beine schon zurück. Oh. Gut, ich sag danke fürs Zusehen. Erstmal an der Stelle. Ich werde jetzt nochmal den Server starten. Neu. Und erstmal ein Messer craften. So. Erfolgreich gecraftet. Es funktioniert. Man muss halt alle Dinger grün immer hinbekommen. Habe ich jetzt eine Sense hergestellt und tatsächlich sogar ein Messer. Das will ich mit euch nochmal ausprobieren. Und dann soll es gut sein für Spooms. Und finde das Spiel eigentlich ganz cool. Da stand ja immer wrong... Und jetzt bin ich mal gespannt, was hier gleich steht, wenn wir das Ding hier wegpflücken. Ich bin natürlich wieder ein ganz normaler Mensch. Harvest, ah. Muss ich eh gedrückt halten. Und ich habe keine Ahnung, was sie da tut. Aber so können wir hier pflücken. Leer. Was hat sie denn gepflückt, wenn wir jetzt mal gucken auf B? Ah, hier. Die sind ein bisschen spezieller. Ich guck mal ganz kurz, wenn wir die essen. Wahrscheinlich gehen die schneller dann ab, ne? Plus plus steht da auch. Tank Level plus plus. Ah, Tank. Das war ja sonst Berserk. Sickle. Equippen. Wir wollen noch ein bisschen was abbauen. Ja, das macht mich ganz neugierig. Was zu entdecken ist immer ganz cool. Ich weiß nicht, ob wir diese Dinger hier auch abernten können. Den habe ich gerade weggepflückt. Ja. Der erntet sie auch. Das sind dann natürlich noch mehr Pflanzen. Noch spezieller. So. Und einen Splitter konnte ich noch rausnehmen. Sehr schön. Bekommen haben wir diese jetzt hier. Mal gespannt, was das anstellt mit mir. Das können wir auch nicht. Doch, können wir equippen. So. Die ist sie auch. Tank Heat. Okay, das ist der Kopf. Also können wir hier nochmal ein bisschen genauer basteln. Ansonsten, wie gesagt, ja, haben wir jetzt einiges geschafft hier tatsächlich. Wir holen uns nochmal ein bisschen Tank-Klamotten und dann wollen wir mal so einen Hund killen. Die Zeit, die möchte ich mir unbedingt nehmen. Jetzt nehmen wir erstmal nochmal die Sense. Die equippen wir nochmal. Und machen sie nochmal so richtig hübsch. Jetzt ist er eher schokobraun geworden, warum auch immer. Holen uns noch ein paar Stacheln. Und dann gehen wir uns einen Hund killen, denn ich habe ja auch ein Messer. Und ich denke mal, dass der uns killen wird. So die einzige Mini-Waffe, die wir jetzt bis jetzt craften konnten. So, Grab steht da immer noch. Wir könnten immer noch greifen. Das war ein bisschen schwierig, so im Menü hier noch klar zu kommen. Oh, ein Leck. Oh Gott. Das hat so einen Pilzhut auf. Ja, so eine Panzerhut oder sowas. Sehr cool. Dann hacken wir nochmal einen Pilzscan. Wir können einmal pflücken und den Rest hacken. Jetzt war auch hätten, ne? Torso war das, Torso. Gut, den hacken wir dann nochmal. Boah, ist da nicht rumgeklicke. Muss man mit E drücken. Ernten den mal ab. Von innen. Der ist leer. B.
Na, das sind dieselben Pflanzen, nur mit diesem gelben Rand. Und die geben uns jetzt Tank Torso, okay. Tank Torso. Sehr cool, ey. Das gefällt mir richtig gut. Nochmal B. Das ist ein bisschen doof mit den hinterher switchen. Vielleicht gibt es da eine Tassenkombination, die habe ich aber nie gerafft. Oh nein, die Sonne geht unter. Ich will mich doch am Tage sehen. Ich habe immer gesehen, wie lange ich gebraucht habe, um das alles zu craften. Pilz. Na, als Tank können wir wahrscheinlich mehr Schaden einstecken, denke ich mal. Was war für die Füße? Oder für die Beine? Ist leer? So schnell. Ist noch hell? Nutze ich das aus? Kloppt mir das komplett rein. Boah, krass. Kommen übelst die Holzröhren raus. Ihh, das sieht aber nicht schön aus. Das sieht ja gar nicht schön aus. Das hatten wir. Das war der Kopf, oder? Ja, den haben wir schon maximiert. Geh, werfen. Typisch Frau, ne? Sein 2 cm weit werfen. Also einen Pilz hätten wir noch gebräucht. Aber mach nichts. Wir legen uns jetzt mit dem Hund an. Da war mein Feuer, aber ist ja eine neue Map. Equippen natürlich erstmal das Messer. Ah, sehr böse aus. Na, wir denke ich mal, dass wir ein bisschen mehr Schaden einkassieren können. Aber wir verlieren auch schnell Ausdauer. Boah, ist das dunkel. Ich hoffe, da ist was Leuchtendes. Ist das ein Köter? Nee, das ist eine Pflanze. Doch. Komm mit ins Licht, mein Lieber. Komm mit. Jage mich. Haha. Der ist aber echt nicht schnell. So, jetzt müsste gleich das Licht auftauchen ein bisschen. So. Boah, das ist aber viel Schaden. Wir haben den down, yeah. Und können den abernten, yeah. So, weg ist er. Was hat er uns spendiert? Fleisch. Boah, das können wir bestimmt auch essen. Gibt es bestimmt auch irgendwas, oder? Berserker Torso. Essen wir das alles jetzt. Muss man ja erstmal wissen. So, gut. Ich denke, das war's. Wir haben genug gesehen vom Spiel. Bin ganz gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren. Bis dann. Das muss ich nochmal machen. Oh. Das war eine Spezialfähigkeit. Haben wir zum Schluss auch nochmal gesehen. Sehr interessant.